Beglückt eilten die Mädchen mit ihren Schätzen nach Hause zurück, setzten sich im Wohnzimmer ums offene Feuer, erzählten einander, was in den Briefen stand und lasen sich einzelne Stellen vor, während Onkel Peter, in die Zeitung vertieft, mit der Zigarre im Schaukelstuhl saß. Den Hochzeitskuchen hatte Millie als Bestes bis zuletzt aufbewahrt. Die Pappschachtel war nach hergebrachterweise mit einem schmalen, weißen, ausgezackten Bändchen zugebunden. In der Schachtel lag eine Visitenkarte, auf der die Namen in Silberdruck standen. Den Namen der Braut durchbohrte ein silberner Pfeil. »Louise Thompson«, rief Millie überrascht und enttäuscht. »Sieh nur, Anna, was soll das heißen? Ich kenne doch keine Louise Thompson.« »Vielleicht hat sie Freunde, die dich kennen und dir den Kuchen geschickt haben. Jedenfalls ist die Adresse ganz richtig und der Kuchen sieht sehr verlockend aus.« »Du sollst die Hälfte haben«, sagte Millie großmütig. »Hier, nimm ihn und teile selbst.« Anna nahm die Schachtel und teilte den Kuchen sehr bedächtig mit einem Falzbein in zwei Teile, legte ihn auf einen Briefbogen und warf die Schachtel nebst ihren Hüllen ins Feuer. Dann schob sie Millie das Papier so hin, dass diese den größeren Teil bekam. Die dunklen, keilförmigen Kuchenstücke mit dem dicken Rand von Zuckerguss sahen auf dem weißen Papier höchst appetitlich aus. Millie wollte eben ihr Stück ergreifen, als Onkel Peters große Hand so plötzlich dazwischenfuhr, dass die Mädchen erschraken. Er fasste das Papier an einer Ecke und drehte es ruhig um, sodass Annas Stück vor Millie und Millies Stück vor Anna lag. »Du hast wohl nichts dagegen, mit Millie zu tauschen, Ännchen? Tu's mir zu Gefallen.« Mehr sprach er nicht, aber er sah sie dabei an. Ihre rosigen Wangen verfärbten sich, und sie wurde geisterbleich bei diesem Blick. Plötzlich, als wäre ihm die Maske abgefallen, erkannte sie Herrn Becks Gesicht und sah Becks Augen unverwandt auf sich gerichtet.